Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, Thema Brennweite Streetfotografie. Erstens habe ich unheimlich viele Zuschriften bekommen, warum ich so viel mit 50 mm unterwegs bin, was ich mir noch so vorstellen könnte. Von daher, ich teste nämlich gerade und ich denke mal so ein bisschen, was kann ich dazu sagen? Und es kristallisieren sich auch für mich so zwei Brennweitenbereiche raus, die ich dafür sehr prädestiniert finde und die ich momentan sehr gerne nutze. Von daher, wen das interessiert, eure Meinung ist dazu auch gefragt. Dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich habe viele Zuschriften bekommen zum Thema Brennweite. Und ihr wisst das ja und viele wissen das ja, dass ich ein 50 mm Mann bin. Also ich liebe die 50 mm an meiner M10 Monochrom. Und das ist auch, ja, wenn man immer dieses immer drauf sagen möchte, ist das schon so mein Objektiv. Also mit diesem 50er bin ich total happy. Und damit habe ich auch gerade die letzten Wochen, Monate und selbst als ich noch im Fuji-System unterwegs war, da hatte ich ja immer das 35er drauf. Das ist schon so meine Brennweite. Dennoch ist es natürlich schon so, dass auch ich mir Gedanken mache, eine Alternative nochmal zu haben, um vielleicht etwas mehr einzufangen. Und tja, ich mache ja jetzt nicht mehr wirklich so die Einzelreviews. Ich hatte in den letzten Wochen hier einen 21er, einen 24er. Habe mit denen auch einiges an Bildern gemacht, die waren auch wunderbar. Aber war mir dann doch alles ein bisschen zu weit. Und so habe ich mich dann auch wieder zurückerinnert an die Q, die ja das 28 mm drauf hatte und hatte dann die Chance, ein sehr, sehr schönes 28er zu kriegen. Mit einer Anfangslichtstärke, haltet euch fest, von 5,6. Ein Objektiv, was ja, neu aufgelegt wurde, was aber, ich müsste jetzt nachgucken und Datenblatt mache ich ja nicht. Was aber original gerechnet wurde wie ein Objektiv aus den 60ern. Und mit dem war ich auch Fotowalk mit dem Sven unterwegs und habe mit dem Objektiv einiges gemacht. Eine wunderbare Größe. Und das war nun 28 mm. Und das hat halt fantastisch funktioniert. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen oder kristallisiert sich für mich so drauf, das 50er wird in jedem Fall mein Standardobjektiv bleiben an der M10. Aber ein 28er und vielleicht sogar dieses Vintage-Objektiv hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich zeige auch gern ein paar Bilder zwischendurch. Also die 28 mm sind natürlich für den Bereich der Street-Fotografie oder Städtefotografie prädestiniert, weil da kommt es mir sowieso nicht so auf Bokeh an. Und ich war also die meiste Zeit Blende 5, 6, 8 oder 11 unterwegs und da ist dann sowieso mehr oder weniger im Zonenfokussystem alles scharf gewesen. Da ich ja keinen Autofokus habe, habe also den ganzen Tag im Grunde die Kamera nicht groß umgestellt, war in meiner Zone unterwegs und habe immer nur die Kamera hochgenommen, komponiert und ausgelöst und alles war scharf. Ein sehr, sehr dankbares Objektiv mit einem dazu noch tollen Look und halt die 28 mm. Habe auch da bei dem einen oder anderen Bild natürlich wieder gemerkt, dass ich auch dort wieder ein bisschen beschnitten habe. Aber was mir bei 21 und 24 dann doch zu weit war, war bei dem 28er schon eine perfekte Geschichte. So kann ich mir gut vorstellen, dass 28 und 50 für mich eine wirklich geile Kombination ist. Ich hatte auch einen 35er hier, brillantes Objektiv, aber das war mir dann wieder zu nah irgendwie an dem 28, an dem 50er. Aber dieser Schritt 50 und 28, 50 natürlich auch prädestiniert für Bouquets und für Porträts. Bei dem 28er, was ich jetzt hatte, werden wahrscheinlich einige sagen, wie kann man irgendwie Anfangslichtstärke 5, 6 und ich habe damit auch Indoor fotografiert. Das kommt natürlich wie immer auf die Kamera an, die so ein extrem gutes Rauschverhalten hat und wo du selbst bei, waren viele ISO 12.500, ISO 25.000, die sind da halt brauchbar. Von daher schwamm drüber. Aber das Objektiv ist so klein gewesen und hat so gut funktioniert, dass das in jedem Fall was wäre.
Von daher glaube ich, dass 28 eine sehr interessante Brennweite ist, wenn man gerade Städtetrips macht, wenn man unterwegs ist. Und 50 halt natürlich so das wunderbare Objektiv immer drauf, wo man meiner Meinung nach alles mitmachen kann und wo ich ja auch alles mitmache. Von daher, was nutzt ihr denn jetzt so? Gerade mal so die Herren Streetfotografen oder Städtefotografen, was sind denn so eure bevorzugten Brennweiten? Also, ich habe das 28er noch nicht gekauft, aber das steht auf meinem Wunschzettel. Jetzt auch gerade dieses Vintage-Teil steht da ziemlich weit oben. Aber könnt ihr mal vielleicht auch die Jungs, die im Zonenfokus-System unterwegs sind, was benutzt ihr da? Und warum benutzt ihr das? Oder warum seid ihr bei einer bestimmten Brennweite der Meinung, dass die nun prädestiniert ist? Tauscht euch mal aus. Gibt mal ein Feedback, das würde mich schon sehr interessieren. Darüber hinaus spielt für mich natürlich auch die Größe eine wirkliche Rolle, weil ich will halt nicht mit so einer riesen Tüte irgendwo in der Stadt stehen oder zwischen den Leuten rumlaufen. Von daher ist das für mich halt auch ein absolutes Kriterium, dass Objektiv nicht zu groß, nicht zu auffällig sein muss. Und Bildergebnisse, ich meine, machen heute alle gute, aber 28 und 50, ich glaube, das ist eine coole Sache. Also tauscht euch mal aus. Was sind eure Brennweiten? Und welche würdet ihr bevorzugt denn dafür benutzen? Wir lassen mal die Zoom-Objektive bitte raus und nur Festbrennweiten. Von daher würde mich da mal eure Meinung interessieren. Von dem schönen 28er 5.6 blende ich jetzt nochmal gerne ein paar Bilder ein. Könnt ihr ja auch mal was zu schreiben, wie euch das gefallen hat. Für die ganzen Leica-Fotografen hier, lasst euch nicht von der Lichtstärke 5.6 abschrecken. Schaut euch mal die Bilder an und wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es mal auf aus wunderbar wertiges Objektiv. Und die Bildergebnisse haben mich schon weggehauen. Und gerade an einer Monochrom absolut zu empfehlen, sicherlich auch an einer Farbkamera einen ganz, ganz tollen Look. Also, das mal so eine kurze Beantwortung der Fragen, welche Brennweiten ich bevorzugt benutze, bevorzugt zu 95, 100%, weil ich noch nichts anderes habe, natürlich die 50, aber dieses 28er, das könnte schon was werden. Okay, ihr Lieben. Also, haut rein in die Tasten und schreibt mal was dazu. Und danke für die Aufmerksamkeit. Werdet und bleibt gesund und ja, bis die Tage und tschüss.